Die Baselworld 2018 ist eine Messe der kleinen Schritte, das muss man sagen. Es geht um das neue Normal, wie es Georges Kern von Breitling so schön formuliert hat. Das neue Normal bezieht sich darauf, dass alle Marken ihre Einstiegspreislagen rund erneuern, pflegen, qualitativ verbessern und sie zu einem akzeptablen Preis den Kunden anbieten. Beispielhaft dafür ist vielleicht die Rolex GMT, eine lang erwartete Version, vorher in Weißgold erhältlich und mittlerweile in einer Edelstahlversion zu bekommen, jetzt mit einem Jubiläband versehen, damit man auch den Unterschied zwischen der Weißgold- und der Edelstahlversion erkennen kann, für die, die sich schon für die Weißgold-Version entschieden hatten. Das Thema GMT bewegt auch die kleine Rolex-Tochter Tudor, die nun ebenfalls mit einer zweifarbigen Lünette an den Markt geht. Und das Thema GMT ist auch noch bei Tag Heuer gut vertreten. Dort bekommt man zu einer Einstiegspreislage auch einen Chronographen, ebenfalls mit einer zweifarbigen Lünette. Für die Freunde der Haute-Horlogerie gibt es auch gute Neuigkeiten, allerdings sind sie in der Anzahl überschaubar. Als erstes fällt mir natürlich die Weltzeituhr mit Minutenrepetition von Patek Philippe ein. Ein Modell, das wir schon aus der US-Ausstellung kannten, das jetzt aber unlimitiert in der Kollektion erhältlich ist. Weiteres Highlight sind Tourbillons. Ein Thema, das man eigentlich schon für ausdiskutiert gehalten hat, das jetzt aber mit sogenannten fliegenden Tourbillons oder schwebenden Tourbillons sogar ein neues Kapitel erfährt. Zum einen bei Blancpain. Dort hat man es geschafft, das Tourbillon auf einer Saphirglasbrücke zu positionieren, sodass es wie ein mysteriöses Tourbillon scheinbar zu schweben scheint. Und noch ein Schritt weiter gegangen ist man bei Kalev Bucherer. Die nennen das Modell Double Peripheral. Double Peripheral zum einen, weil es über einen Außenrotor verfügt, aber auch, weil das Tourbillon jetzt quasi unsichtbar peripher gelagert worden ist. Und das ist eine sehr, sehr schöne Komplikation, die mir auf jeden Fall von dieser Baselwelt in Erinnerung bleiben wird. Neben den vielen kleinen Schritten, die es hier zu vermelden gilt, hat eine kleine Firma einen großen Schritt getan. Nomos aus Glashütte präsentiert in diesem Jahr das neue Modell Autobahn. Das ist nicht nur provokativ in Design und Gestaltung, sondern verfügt über ein komplett neues Werk. Fans der Marke wird es freuen, dass nun eine Datumsschnellverstellung vorhanden ist, die man vor- und rückwärts bewegen kann. Und wer über dieses Modell genaueres wissen möchte, dem empfehle ich die aktuelle Uhrenmagazin-Ausgabe. In diesem Sonderheft haben wir weltexklusiv die Nomos Autobahn für Sie bereits getestet.